Mit 154 Episoden ist Yu-Gi-Oh! 5Ds der längste Anime, den ich bisher gesehen habe. Ja, das heißt, ich habe die originale über 200 Episoden lange Yu-Gi-Oh! Serie nicht wirklich gesehen. Als Kind mal ein bisschen im Fernsehen, den ersten Kinofilm habe ich definitiv mehrfach gesehen. Erinnerungen daran habe ich aber kaum. Das offenbare ich direkt zu Anfang, um meine Perspektive auf die Serie einzuordnen. Ich habe sie nicht als Yu-Gi-Oh!-Fan gesehen, auch wenn ich damals zahlreiche Stunden in Power of Chaos Show die Passion hineingesteckt habe, weil ich Kartenspiele durchaus mag, wobei ich vom modernen Yu-Gi-Oh! Keine Ahnung habe. Ich habe seit wahrscheinlich mittlerweile einem Jahr Yu-Gi-Oh! Master Duel installiert, traue mich bei Yu-Gi-Ohs heutigem Ruf als äußerst komplexes Kartenspiel mit Millionen von Beschwörungsmöglichkeiten und sonst was es gar nicht ist zu starten. 5Ds im Speziellen habe ich wegen Interesse am Setting und der Geschichte geschaut, wo ich gehört habe, dass es durchaus Cyberpunk-esk zur Sache gehen soll. Immerhin spielt die Serie in der weit entfernten Zukunft 2021. Ich mag den Optimismus, den man 2007-08 gehabt haben muss beim Konzipieren der Serie. In dieser Zukunft in Neo Domino City, die Cyberpunk-eske Fortsetzung des hauptsächlichen Standorts der Original-Yu-Gi-Oh!-Serie, sind neuerdings sogenannte Riding Duels der heißeste Scheiß. Dabei liefert man sich ein Yu-Gi-Oh!-Duell, während man Motorrad fährt. Richtig. Card Games on Motorcycles. Doch ist diese Zukunft keine heile Welt, sondern geprägt von einer extremen Form des Klassismus. Auf Neo Domino City sind nur die Reichen und Schönen erlaubt, nebenan auf der Insel Satellite hingegen arbeiten die Armen, Obdachlosen, Waisen und Kriminellen und das in Fabriken, wo sie den Müll von Neo Domino City trennen und bearbeiten. Noch schlimmer, den Kriminellen werden Marker ins Gesicht tätowiert. Nicht nur werden sie so also sichtlich gekennzeichnet, sondern die Polizei kann sie auf diese Weise jederzeit orten. Die Serie bemüht sich sogar darum, diesen Klassismus nicht nur zweidimensional zu betrachten, denn wie eine Zwiebel hat er Schichten. So gibt es auf Satellite einen Klassenkampf zwischen den Markierten und den Nicht-Markierten und auf Neo Domino City gibt es ebenfalls einen armen Rand. Präsentiert wird uns diese Geschichte aus der Perspektive eines Waisen, der auf Satellite aufwächst, Yusei. Er baut seinen eigenen sogenannten D-Wheeler, so heißen die Motorräder, mit denen man Karten spielt, um damit nach Neo Domino City zu fliehen und Rache auszuüben. Sein alter Kumpel Jack Atlas wird dort seit 2 Jahren als ungeschlagener Duell-King gefeiert, obwohl er selbst auf Satellite mit Yuseis altem D-Wheeler und einer von Yuseis stärksten Karten floh. So früh schon wird uns dieser vielschichtige Klassismus präsentiert, wenn aus Neo Domino City rausgeworfene Streit mit Yuseis Freunden anfangen, weil sie sich selbst damit brüsten, ursprünglich aus Neo Domino City zu sein, während einer von Yuseis Freunden sogar ein Markierter ist. Auf den Gedanken, dass die Rausgeworfenen eventuell unfair behandelt worden sind, kommen sie nicht, denn das würde bedeuten, sie müssten sich als Opfer betrachten. Viel eher wollen sie eine höhere Position als jemand anderes haben, weshalb sie noch weiter nach unten treten. Und nicht nur die zivile Bevölkerung betrifft dieses Problem. Auf seiner Flucht begegnet Yusei einem Polizisten namens Ushio. Kurze Anmerkung, ich nutze nur die Originalnamen und werde auch auf keine Zensur und Änderung der internationalen Fassung eingehen, da ich nur das Original gesehen habe. Dieser Polizist patrouilliert auf Satellite und nutzt für Yusei besonders gerne die Beleidigung Müll. Als Yusei durch verschiedene Umstände im High Society Bezirk von Neo Domino City landet, will Ushio natürlich hinterher, wird von Wachen am Eingang dieser Gated Community aber aufgehalten. Ohne behördlichen Beschluss dürfe er hier gar nichts. Nun spürt er selbst, dass PolizistInnen von Neo Domino City sich als wertiger ansehen als die PolizistInnen von Satellite. Wo wir schon bei PolizistInnen sind, können wir auf Polizeigewalt zu sprechen kommen, denn wir bekommen später einen Einblick in die Vergangenheit eines weiteren ehemaligen Freundes von Yusei, Kiryu. Dieser wird zu einem Dark Signer, ich gehe darauf später noch ein, als er im Gefängnis stirbt. Die Gefängniswachen, die wie die Polizistinnen zur Public Maintenance gehören, die im Prinzip die ganze Stadt schmeißen, was ja heißt, dass es keine Gewaltenteilung gibt, prügeln jeden Tag auf Kiryu ein. Seine Todessequenz ist ein trauriger und einsamer Tod in der Zelle. Das ist übrigens eine Serie, die im japanischen Kinderfernsehen lief. Die Männer an der Spitze haben natürlich wenig Interesse daran, dieses klassistische System abzuschaffen. Rex Goodwin, Chef der Public Maintenance, sagt am Anfang des ersten Turniers noch, dass er DuellantInnen jedes Hintergrunds willkommen heiße und dieses Turnier doch Leute der ganzen Welt zusammenbringen würde. Gleichzeitig buhen die Massen Yusei aus, als sie ihn mit seinem Marker sehen, nicht wissend, dass ihr heißgeliebter Jack ebenfalls aus Satellite kommt. Weiter spricht Godwin dies nicht an, als seine anfänglichen leeren Worte, die nur noch hüllenhafter werden, wenn wir erfahren, dass ein weiterer Duellant des Turniers, Bomber, aus Südamerika kommt und sein Stamm von Godwin zerstört worden ist, als die WissenschaftlerInnen von Neo Domino City dort anrückten. Leider schade ist, dass all dies nach 64 Folgen aus dem Fenster geworfen wird. Dann gilt die erste Staffel als beendet, Yu-Gi-Oh! Hat Klassismus abgeschafft und Satellite und Neo Domino City werden wie ein Brückensystem, das Riding Duels für alle möglich machen soll, verbunden. Nach dem Besiegen des ersten großen Bösewichts kommt ein Zeitsprung von 6 Monaten, Satellite wurde neu aufgebaut, alles ist super.
Man könnte sich vorstellen, dass gesellschaftliche Probleme nicht einfach mal so in 6 Monaten verschwinden. Ich meine, Homosexualität ist bei uns jetzt schon so ein paar Jährchen erlaubt und es gibt immer noch Leute, die was dagegen haben. Die zweite Staffel hat zwar eine Episode, in der wir sehen, wie eine arme Familie aus Satellite von Mafiosi, aka Vermietern, belästigt wird und der kleine Junge der Familie sagt auch, ich dachte nach dem Brückenbau würde sich alles ändern, aber die Armen bleiben weiter arm. Aber das ist das einzige Mal, dass wir dieses Thema in der zweiten Staffel noch behandelt sehen. In dieser einen Folge von 90. Und die Bösartigkeit der Vermieter wird eher als Einzelproblem dargestellt, statt dass noch etwas Gesellschaftliches hinten dranhängt. Die Serie hätte hier die Möglichkeit gehabt, etwas wirklich Spannendes zu machen, das Ankämpfen gegen gesellschaftliche Stigmata zu thematisieren, und entschied sich, das einfach auszublenden, so wie manche Boys Love und Girls Love Serien Homofeindlichkeit ausblenden. Ich möchte noch etwas auf den Anfang der Serie zu sprechen kommen, da diese exzellent gepaced ist. Wir fangen auf Satellite an und sehen die Situation dort, wie die Menschen dort leben. Direkt wird etabliert, dass es die Marker gibt, da einer von Yusei's Freunden einen D-Wheeler-Teil von der Fabrik klaut und die PolizistInnen ihn zurückverfolgen können in Yusei's Versteck. Als Ablenkung fährt Yusei mit seinem D-Wheeler vor, sodass seine Freunde abhauen können, und wir sehen das erste Riding-Duel zwischen Yusei und Ushio. Nur eine Episode später erfahren wir von dem Klassismus in der Bevölkerung aus erster Hand, wenn die aus dem Neo Domino City rausgeworfenen Yuseis Freund mobben und er einspringen. Während Yuseis anschließender Flucht legt er sich ein weiteres Mal mit Ushio an und wir sehen, wie die Polizei die Duelle als Waffe einsetzt. Immerhin hat Yusei nur 3 Minuten, um durch den Mülltransporttunnel während seiner Wartung zu kommen, und Ushio aktiviert die Speed World, was Yuseis D-Wheeler zu einem Duell zwingt und ihn somit verlangsamt. Man könnte jetzt sagen, hätte er mit einem normalen Moderator fahren sollen, aber er will auf Neo Domino City ja Jack duellieren, um seine Karte zurückzubekommen. Außerdem weiß ich nicht mal, ob es normale Motorräder in diesem Universum noch gibt. In Neo Domino City angekommen, wird direkt Jack duelliert. Ein seltsames Drachenwesen unterbricht das Duell aber und Yusei landet im Knast und bekommt einen Marker. Im Knast wird er in einen strengeren Abteil verlegt. Dort entkommt er und lernt jemanden kennen, der ihm hilft, in Public Maintenance einzubrechen und sein Bike zurückzubekommen. Ich höre jetzt auf, aber in 14 Episoden kommt Yusei von Station zu Station in 1 oder 2 Episoden und lernt immer wieder neue Gesichter kennen. Leute, die teilweise später in der Serie keine Rolle mehr spielen. Das Pacing ist tight, aufregend. Man weiß nie, wohin die Reise als nächstes geht. Es fühlt sich wahrlich an wie eine Verfolgungsjagd, bis schließlich das erste Tournament kommt, was das Pacing absolut bricht. Von einer spannenden Achterbahnfahrt kommen wir zu einem stockenden Kinderkarussell. Selbstverständlich muss eine Serie über ein Kartenspiel ein Tournament haben. Es wäre komisch, wenn nicht. Aber das erste Tournament der Serie, und die hat überraschenderweise in ihren 154 Episoden gerade einmal 2 davon, mag ich nicht sonderlich. Die eigentliche Handlung kommt plötzlich zum Stillstand und wir werden ein weiteres Mal mit zahlreichen neuen Figuren konfrontiert, die über ihre Duelle alle etabliert werden sollen, und ich finde, das ist zu viel auf einmal. Wir haben Aki, die als Hexe bekannt ist, weil Menschen in Duellen mit ihr tatsächlich physischen Schaden nehmen und die Teil einer seltsamen Sekte ist. Wir haben Bomber, den Mann aus dem südamerikanischen Stamm, den ich vorhin erwähnte. Wir haben Luca und Lua, nicht sonderlich kreative Eltern, die zuvor schon etabliert worden sind, da sie Yusei vor der Polizei versteckten, aber von denen wir im Tournament noch weitaus mehr erfahren. Und das eine One-Off-Duell, was sich Yusei liefert. Erst am Ende des Tournaments sehen wir Yusei und Jack ein weiteres Mal duellieren, wo ihr vorheriges Duell nicht beendet werden konnte, um die Story fortzusetzen. Alles dazwischen, also das ganze Turnier abseits des Finales, fühlt sich beinahe wie Lückenfüller an. Selbst wenn es mehr Figuren etabliert, weil diese Figuren aber für den ersten Arc, also dieses Tournament, nicht unbedingt eine Rolle spielen, erst im zweiten Arc, der von Episode 27 bis 64 geht, fühlt es sich eher tollpatschig im Writing an. Ich kann an dieser Stelle schon einmal erwähnen, dass das zweite Turnier das wesentlich besser macht. Wenigstens ist das Finale dieses Arcs dann so bonkers, dass es alles wieder gut macht und andeutet, in welche kosmische Dimension wir uns noch begeben werden. Der zweite Arc ist welcher für die meisten die Serie definiert. Von Episode 27 bis 64 verfolgen wir den Kampf der Signer gegen die Dark Signer. Die Signer sind während der ersten Staffel durch das Turnier zusammengekommen. Basically Auserwählte, mehr gibt's da nicht wirklich zu erzählen. Und die Dark Signer sind halt das Pendant. Der Schatten Link, Shadow the Hedgehog und so weiter, ihr kennt's. Je nachdem, wie man die Serie betrachten möchte, kann man diesen Arc edgy nennen oder schlicht ein bisschen erwachsener für ein Kinderprogramm, weil es hier besonders viel um das Thema Tod geht. Die Dark Signer nämlich sind alles Tote, die oft ein tragisches Schicksal erlitten. Sehe den vorhin beschriebenen Kiryu, der im Gefängnis unter ständiger Gewalt der Wachen starb.
Oft sind diese Toten Bekannte von den Signon. So waren Kiryu und Yusa einmal beste Freunde, bis Kiryu mehr oder weniger aus Versehen einen Polizisten umgebracht hat und er der Einzige war, der dafür und andere Straftaten im Gefängnis gelandet ist, während er die ganze Zeit dachte, Yusa hätte ihn verraten. Hierbei hatte ich den Eindruck, dass Kiryu zwar etwas Schlimmes getan hat und definitiv gezeigt wurde, dass er zu weit gegangen ist, aber dass ein Verrat gegenüber ihm von Yusa ebenfalls als etwas Schlimmes geframed wird. Immerhin sind wir noch in dem Teil von 5Ds, wo es den üblen Klassismus gibt, wo Cops als etwas Schlechtes dargestellt werden und mit VerbrecherInnen sympathisiert wird. Denn wie soll man einem Verbrecher etwas vorwerfen, wenn das System ihn überhaupt erst dazu macht? Zwar haben wir mit Ushio einen Cop, der sich später redeemt, aber er gilt damit eher als Ausnahme. Das ist konträr zu den meisten Medien, die für eine jüngere Zielgruppe gemacht werden. Man sehe nur einmal Paw Patrol, was kleinen Kindern mit süßen Hunden beibringen soll, wie verlässlich und toll PolizistInnen sind. Selbst in Anime und Manga kann man dieser Polizeihuldigung nicht entkommen, wie ein Artikel von Anime Feminist, der in der Beschreibung verlinkt ist, zeigt. Abseits davon sticht für mich besonders ein Signer gegen Dark Signer Kampf heraus. Kali ist eine Journalistin, die mit Episode 27 eingeführt wird und offenbar ein Fangirl von Jack Atlas ist. Durch sehr seltsame Umstände kommt es einmal dazu, dass sie zusammen mit Jack gegen Ushio, der in dieser Szene von einem Dark Signer kontrolliert wird, kämpfen muss und die beiden sich mehr und mehr anfreunden. Was entsteht, ist eine niedliche Liebesbeziehung, was Jack selbst aber nicht wirklich aussprechen will, weil er zu cool für Liebe ist. Homies küssen nur die Bros. Leider passiert es, als Kali die mysteriöse Sekte untersucht, von der Aki ein Teil ist, dass sie vom Sektenleiter aus dem Fenster geschmissen wird und stirbt. Sie wird zu einem Dark Signer und später kämpfen Jack, selbst Signer und sie gegeneinander. Durch die vorangegangene Beziehung ist dies einer der emotionalsten Momente der Serie, da wir zum ersten Mal sehen können, wie Jack sich Gefühlen und Gedanken hingibt, die nicht nur aus "Ich bin der Geilste" bestehen und weil ich Kali tatsächlich mochte, weil ich Baka sexuell bin und Figuren wie Nadeshiko aus Late Bank Camp sehr gerne mag. Keine Sorge, ich werde nie wieder sowas Cringiges wie Baka sexuell sagen. Dass diese ganze Sache mit der Sekte hier drin ist, finde ich aber auch spannend, weil im speziellen Japan ein gewisses Problem damit zu haben scheint. Man siehe den riesigen Skandal um die Sekte, von der einige LDP-Mitglieder wie Shinzo Abe wohl Teil sind. Und das Thema ist generell in japanischen Medien sehr präsent. Einige der Yakuza-Spiele haben Substories, die sich mit Sekten beschäftigen. In Welcome to the NHK sind Verwandte der Protagonistinnen einer Sekte. In Mob Psycho 100 ist das Thema stets präsent. Und so weiter und so weiter. Das in einer Serie zu sehen, die aber eher an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, ist mir jedoch neu. Da diese Sekte aufs Übelste verteufelt wird und sogar Kinder umbringt, wird den Kids hier die richtige Botschaft vermittelt. Na gut, es ist jetzt nicht so, als hätte eine Yu-Gi-Oh!-Serie einen spannenden Take dazu und das Wort Sekte wird, soweit ich mich erinnere, nicht genutzt. Es tanzt ein bisschen darum herum, konkret zu werden, wodurch es sein kann, dass die Thematik und letzten Endes die Message bei jüngeren ZuschauerInnen nicht ankommt, doch ist hoffentlich der Eindruck, den dieser Story-Arc hinterlässt, groß genug bei Kindern, um nicht anfällig für Sekten zu werden. Am Ende leider hat die Serie aber nicht genug Eier. Sobald der Kampf gegen die Dark Signer entschieden ist, womit die erste Staffel endet, werden alle Dark Signer als ihr vorheriges menschliches Dasein wiederbelebt. Die emotionale Tiefe, die zuvor aufgebaut worden ist, die Finalität und Bedeutung von Kämpfen wie der zwischen Jack und Kali wird zernichte gemacht. Und mir stellt sich die Frage, wieso? Es wirkt völlig konträr zur Erzählung und alle Figuren, die hier gestorben sind und wiederbelebt werden, spielen im Anschluss nur noch eine minimale Rolle. So als wäre es nie gedacht gewesen, dass sie zurückkommen. War es eine Vorgabe von Konami oder den TV-Sendern, weil es sonst zu düster gewesen wäre? Schließlich, ich betone es nochmal, handelt es sich hier um Kids-Fernsehen. Das Writing reflektiert das genauso. Figuren reden sehr offen und direkt über ihre Gefühle, Motivationen und Vorhaben. Subtilität existiert hier nicht, sodass selbst Sechsjährige alles raffen. Ebenso muss man sich einmal anschauen, was danach aus Yu-Gi-Oh! Geworden ist. In Zexal, die Serie direkt nach 5Ds, haben wir ein Kind als Hauptfigur, was mehr Schiss vor den Monstern hat, als es jeder Sechsjährige jemals haben wird. Soweit ich gehört habe, sind die letzten zwei Serien, Sevens und Go Rush, die babyhaftesten Yu-Gi-Oh! Anime bisher. War das eine direkte Reaktion auf 5Ds düsteren Ton? Eine extreme Kurskorrektur? Ich hoffe, ich lese nur zu viel rein, weil selbst Serien für ein junges Publikum sollten inhaltlich düster und erwachsen sein dürfen. Man sieht Adventure Time zum Beispiel, was Themen wie die Apokalypse, den Tod, den Kreislauf des Lebens und mehr behandelt. Auch im japanischen Kinderfernsehen haben wir so etwas wie Picure, wo ich mich besonders an die 2018er Serie Hokuto Picure erinnere, die mit Folge 4 einen großen Aufschrei bei japanischen Eltern erzeugte, als eine der drei Protagonistinnen nicht zum Magical Girl wird, sondern stattdessen nicht über ihren eigenen Schatten hinausspringen kann, nicht die mentale Kraft besitzt,
benutzt, um die Kraft der Magical Girls zu akzeptieren, worum sich danach also erstmal gekümmert werden muss. Es soll zeigen, dass es keinen magischen Ausweg aus einer Spirale aus Selbsthass und Depressionen gibt und Selfcare wichtig ist. Yu-Gi-Oh! 5Ds hat diese Tiefe nicht, es pflegt keinen zu komplexen Umgang mit seinen erwachseneren Themen, aber vielleicht hätte es auch nie für die Kleinsten der Kleinen zielen sollen? Das Original Yu-Gi-Oh! War eine Shonen Jump Serie, eine Serie, die auf ein eher frühes jugendliches Publikum zielt, so 12-Jährige würde ich sagen. Das hatte ein bisschen Edge, besonders am Anfang, als es eigentlich noch gar kein Kartenspiel-Manga war, sondern Yugi stattdessen bewaffnete Geiselnehmer anzündete. Das Writing, die Themen und die Präsentation von 5Ds fühlen sich da glatt schon wie innere Widersprüche an. Die Dialoge sind für 6-Jährige, aber die Charakterdesigns sind edgy, die Welt ist eine autokratische Cyberpunk-Hölle und überall sterben Leute, bis sie halt wiederbelebt werden. Wer ist die Zielgruppe dieser Serie? Wissen die AutorInnen das überhaupt selbst? Was die AutorInnen scheinbar ebenfalls nicht wissen, sind die Monstereffekte der meisten Karten. Yu-Gi-Oh! ExpertInnen werden sich schon lange darüber bewusst sein, dass die Anime und tatsächlichen Karten des TCGs spürbare Unterschiede haben. Am Anfang des ersten Anime mag das noch Sinn ergeben haben, weil Kazuki Takahashi Ruhe in Frieden sich die Regeln, Effekte und sonst was aus dem Arsch gezogen hat. Erst später kamen Leute von Konami und haben sich Regeln ausgedacht, die sich stark an das Magic the Gathering Regelset orientierten. Aber 5Ds war die erste Yu-Gi-Oh! Serie ohne Kazuki. Es war die erste Serie, die mehr dem Zweck der Werbung und Franchise-Erhaltung diente, als dass es eine originale Geschichte war, die jemand schrieb, weil er etwas erzählen wollte. Womit ich nicht sagen möchte, dass 5Ds inhaltsleer wäre, in den vorherigen Segmenten des Videos habe ich ja eher das Gegenteil bewiesen. Doch war die Intention hinter der Produktion der Serie eine andere, als es noch Ende der 90er bei Staffel 0 gewesen ist, beziehungsweise als Kazuki mit dem Manga anfing. Wieso also gibt es dann immer noch so gravierende Unterschiede zwischen Anime und Trading Card Game bis heute? Beginnen die Produktion der Serie jeweils weit bevor die Karten und ihre Effekte feststehen? Wenn dem so ist, wieso wird die Produktion dann nicht erst angefangen, wenn die Karten bereits fertig ausbalanciert sind und alles? Oder wird den AutorInnen die Freiheit gegeben, die Effekte zum Wohle ihrer Story abzuändern? Selbst dann finde ich es seltsam. Die Serien werden doch dazu gemacht, um das TCG zu bewerben. Ist es da nicht verarsche irgendwie? Wenn ich eine Karte sehe, die im Anime einen coolen Effekt hat, aber im Trading Card Game dann vielleicht viel schwächer ist? So wie Exodia? Oder was ist mit Karten, die es nur im Anime gibt und erst gar keinen Trading Card Game Counterpart haben? 5Ds hat glatt 150 Stück davon und zusätzlich nochmal 336 Anime-Only Trap- und Spell-Cards. Ist es nicht irgendwie Anti-Werbung? Das heißt, fast 500 Karten wurden exklusiv für den Anime designt. Das ist ein Haufen Arbeit, besonders wenn man bedenkt, dass Konami wesentlich weniger Geld durch den Anime bekommt als durch das Kartenspiel. Das sind die besten Zahlen, die ich finden konnte. In der ersten Hälfte des Fiskaljahres 2019 verzeichnete TV Tokyo seit Anfang an Mitproduzent und TV-Sender, der die Serien ausstrahlt, Einnahmen von 11,6 Milliarden Yen im Animationsbereich und listet dabei Yu-Gi-Oh! Als dritterfolgreichsten Anime in Sachen Sales. Problem hierbei ist, dass keine genauen Sales nur für Yu-Gi-Oh! In Zahlen angegeben werden und ich nicht weiß, ob diese Einnahmen einzig und allein der Anteil von TV Tokyo an Yu-Gi-Oh! Sind und Konami nochmals einen eigenen Anteil an Geld in einem völlig anderen Prozentsatz bekommen als TV Tokyo. Da es TV Tokyos Sales-Bericht ist, nehmen wir jetzt einfach mal an, dass es einzig und allein ihr Anteil an den Sales ist. Yu-Gi-Oh! Auf Platz 3 könnte dann sowas bedeuten wie, vielleicht etwas zwischen 1 und 2 Milliarden Yen an Einnahmen. Ist nur eine Schätzung. Aber im Vergleich dazu haben wir das Trading Card Game, was im Fiskaljahr 2019 31,5 Milliarden Yen an Einnahmen brachte. Das ist fast schon egal, was Konamis Anteil am Anime ist, ob sie auch nochmal eine Milliarde daran Gewinn machen oder ein bisschen mehr oder weniger, das Kartenspiel macht deutlich mehr. Und heutzutage kommt ja noch die digitale Version dazu. Im Fiskaljahresbericht 2022 schreibt Konami von 215 Milliarden Yen an Einnahmen im digitalen Sektor und highlightet besonders den Erfolg von Yu-Gi-Oh! Master Duel für diese große Zahl. Den genauen Anteil, den Master Duel dabei nun machte, wissen wir nicht, aber es wird nicht wenig gewesen sein. Wieso rede ich so lang und breit darüber? Sollte ich mich nicht einfach freuen, dass es den Anime gibt und nur über den reden und alles drumherum ausblenden? Manchmal wäre es ganz toll, wenn mein Gehirn so funktionieren würde, doch ist Yu-Gi-Oh! Ein Multimedia-Franchise. Ich kann nicht ignorieren, dass die Serie ultimativ nur entstanden ist, weil ein Anzugträger bei Konami gesagt hat, dass es sie geben sollte, um ihren richtigen Moneymaker, das Kartenspiel, zu promoten und wie sie daher in ihrem Kontext betrachten. Und genau in diesem Kontext finde ich es schade, dass die Duelle in der Serie eben nicht auf echten Karten des TCGs aufbauen. We'll be right back.
dass der Anime ein System wie die Turbo-Duelle hat, also die Duelle auf Motorrädern, was es so im echten Trading-Card-Game selbst reden nicht gibt, finde ich gar nicht mal so schlimm. Sie dienen mehr der Präsentation der Serie. Die Speed-Counter, die im Verlauf eines Turbo-Duells gesammelt werden können, können zwar mal zum Einsatz kommen, aber so wichtig fühlen sie sich nicht unbedingt an. Sie funktionieren ungefähr beispielsweise so. Ich zahle 8 Speed-Counter ein, um die 800 Lebenspunkte direkt Schaden zu machen. Man kann übrigens 12 Speed-Counter maximal haben und bekommt mit jeder Standby-Phase, egal ob eigene oder vom Gegner, einen Speed-Counter. Aber natürlich gibt's auch Fallen und Spellcards, die einem Speedcounter geben oder abziehen können oder dem Gegner oder sonst irgendwas damit machen. Dieses ganze System auf das Kartenspiel zu übertragen, wäre auch verschwendete Lebensmühe, weil du die Präsentation der Serie nicht nachahmen kannst. Außer Konami baut echte Rennstrecken und stellt echte D-Wheeler her, aber außer vielleicht Saudi-Arabien oder Katar würde das sonst keine Regierung der Welt erlauben. Der Anime macht generell ganz coole Dinge mit diesen Turbo-Duellen. Den Polizisten, der Yusei im Mülltunnel verlangsamt, habe ich vorhin schon angesprochen. Aber später führt der Anime noch 3 gegen 3 Duelle ein, die einzigartige Features haben. Diese Duelle funktionieren so. Jedes Team legt vor dem Duell eine Reihenfolge seiner DuellantInnen fest. Die jeweils Ersten kämpfen gegeneinander und wer als Erstes keine Lebenspunkte mehr hat, muss zum Boxenstopp fahren. Erst dann darf DuellantIn 2 des Teams losfahren. Dieser kämpft weiter gegen DuellantIn 1 des anderen Teams, der seine Lebenspunkte aus dem ersten Duell beibehält, sowie das Deck. Gleichzeitig kann die Verliererin der ersten Runde sein Deck behalten und an seinen Nachfolger weitergeben. Das verändert beträchtlich, wie duelliert wird. Taktiken können auf lange Zeit geplant werden, da diese Duelle, das ja mindestens 3 direkt nacheinander sind, wesentlich länger dauern. Was gleichermaßen eine clevere Lösung ist, um die Duelle zu verlängern, denn 5Ds brachte eine große Veränderung mit sich, die das Tempo von Duellen radikal ansteigen ließ. Wo im Original jeder Duellant 8000 Lebenspunkte am Anfang hat, startet man bei 5Ds mit 4000. Die Möglichkeiten für Kombos wurden mit den Synchro-Summonings genauso stark erhöht. Wo man vorher abseits von Special-Summonings nur ein Monster pro Runde spielen konnte, sind Synchro-Summonings jederzeit möglich, solange man einen Tuner auf dem Feld hat. Das erhöhte Tempo von Duellen im Trading-Card-Game, also mit Duellen auf High-Speed-Motorrädern zu visualisieren, war eine clevere Idee. Und Fans vom Oldschool-Stil sollten sich nicht beirren lassen. Nur etwa die Hälfte der Duelle in der Serie sind Turbo-Duelle. Der Rest findet ganz klassisch im Stehen statt, dann entsprechend ohne das System der Speed-Counter, aber dann halt immer noch mit Karten, die es entweder nur im Anime gibt oder im echten TCG ganz anders funktionieren. Dieses Wissen macht mir wirklich irgendwas an den Duellen so ein bisschen, ja, kaputt. Ich weiß jetzt, dass dahinter nicht smart ausgedachte Strategien stecken mit den Mitteln, die den AutorInnen gegeben worden sind, sondern jede Karte und die Effekte wie zu Anfangszeiten des Franchise immer noch aus dem Arsch gezogen sein können. Zu Anfang dieses Segments habe ich Magic the Gathering erwähnt und es gibt einen Manga, in dem die Hauptfiguren Magic the Gathering spielen. Destroy all humankind, they can't be regenerated. Der Titel ist eine direkte Referenz auf den Effekt einer Zauberkarte, Wrath of God. In diesem Manga, geschrieben und gezeichnet von dem Duo hinter Masturbation Master Kurosawa, was, wer es nicht kennt und denkt, es wäre stattdessen etwas Pornografisches, ein ziemlich tragischer und düsterer Manga ist, geht es um 2 Jugendliche Ende der 90er, die nichts mit ihrem Leben anzufangen wissen und sich langsam über ihr gemeinsames Hobby, MTG, anfreunden. Man sieht, wie sie auf Turniere gehen, der Manga gibt sich die größte Mühe, die jeweilige Meta der Zeit wiederzuspiegeln und jedes Duell reflektiert das. Die Duelle sind spannend, besonders weil die Hauptfiguren als Underdogs positioniert sind und nicht jedes Duell gewinnen. Wenn man es mit anderen Shonen-Serien vergleicht, verliert der Protagonist sogar überdurchschnittlich häufig, weil es ein Teil des Lernprozesses ist. Der Manga muss sich keine Magic-Karten ausdenken oder Effekte abändern. Jedes Duell hätte es theoretisch so geben können und gab's vielleicht sogar auch. Jetzt können die Yu-Gi-Oh!-Serie natürlich die Meta nicht vorhersagen, dann müssten sie schon weitaus später produziert werden, nachdem die Karten bereits draußen sind, was ein bisschen den Werbezweck ruinieren würde, aber die AutorInnen und die Serie hat Leute, die ganz spezifisch nur für die Duelle da sind, könnten sich Duelle mit den echten Karten ausdenken. Wenn ein Magic the Gathering-Nerd spannende Duelle schreiben kann, dann sollten AutorInnen für Yu-Gi-Oh! Das auch hinkriegen. Arc 3 ist der Punkt, wo Leute gerne aussteigen. Wie eingangs erwähnt, wird der Klassismus ab hier fallen gelassen. Von nun an fokussiert sich die Serie noch mehr auf das Thema Freundschaft und Zusammenhalt, als sie es sowieso schon tat.
klingt erstmal sehr kindisch. Und dieser dritte Arc wird auch ein bisschen kindischer. Effektiv sind es etwa 30 Folgen Filler, die damit eingeleitet werden, dass ein Turnier angekündigt wird, aber das noch ein Jahr hin ist. Per se habe ich nichts gegen Filler. Solche Pausen, in denen sich die Figuren etwas entspannen können und den Alltag genießen, finde ich in schonen Serien wie Soul Eater oder Hunter x Hunter sogar ganz angenehm, weil man lernt, wie sich die Figuren in ganz alltäglichen Situationen verhalten würden, statt in Situationen, wo das Ende der Welt auf dem Spiel steht. Einen ganzen Filler-Arc daraus zu machen, der sich mit kleineren Nebengeschichten rumschlägt, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber es hat mich nicht aktiv gestört. Währenddessen wird immerhin hin und wieder der nächste Arc vorbereitet. Bruno wird nur eingeführt und schließt sich den Hauptfiguren an. Die neuen Bosse von Public Maintenance sind manchmal zu sehen. Und Sherry ist ebenfalls eine neue Figur, die die Geheimnisse ihrer Vergangenheit aufklären will, die selbstverständlich etwas mit der Hauptstory des späteren Arcs zu tun haben. Wenn man nur für die Hauptgeschichte hier ist, wird das Tempo in Arc 3 massiv verlangsamt, da dennoch erkennbar ein roter Faden vorhanden ist, fiel es mir beim Bingen nicht negativ auf. Höchstens wenn die längere Nebengeschichte in dieser Western stattkommt, die gleichzeitig beweist, dass die Serie nach Arc 2 nicht einfach kindisch geworden ist. Wir haben einen Onscreen-Tod einer Nebenfigur dieser Nebengeschichte, es geht um Sklaverei und Ausbeutung, wir sehen einen riesigen Friedhof, der androht, was mit den Sklaven passiert. Die Nebengeschichte geht 7 Episoden lang und bringt Kiyo wieder, den ehemaligen besten Kumpel von Yusei. Was aber wie ein emotionales Wiedersehen klingt, löst bei beidem gar nicht so viel aus. Am Anfang dachte ich fast schon, dass Kiyo Yusei gar nicht erkennt. Eventuell war es hier ein Versuch, etwas subtiler zu sein, was nach über 80 Folgen der Serie mit sehr unsubtilem Writing bei mir nicht mehr ankam. Ich weiß es nicht. Ich möchte mich daran jetzt auch gar nicht aufhängen, das Video geht schon lange genug. Wenn der Filler-Arc schließlich so langsam in den vierten Arc übergeht mit dem ersten 3 gegen 3 Duell im anfangs angekündigten Turnier, dann war ich gehypt. Nicht nur, weil das Zurücksetzen der Spannung, die so eine Pause, wie es der Filler-Arc war, wieder Hunger auf mehr macht, sondern gleichfalls, weil das erste 3 gegen 3 Duell eines der spannendsten Kämpfe der Serie ist. Es gilt Jack, Aki und Yusei gegen die vorherigen Weltmeister dieses Turniers. Jack und Aki werden beide vom ersten Fahrer der Weltmeister fertig gemacht. Nun muss Yusei alleine gegen 3 Duellanten ankommen. Weil das Ganze ein Duell in der Qualifizierungsphase ist, gibt es tatsächliche Spannung, da die Protagonisten verlieren könnten. Oftmals in dem Anime weiß man, wer gewinnen wird, weil es die Story so verlangt, aber in der Qualifizierungsphase könnten die Hauptfiguren sich eine Niederlage leisten, ohne dass es die Story zu groß beeinflussen würde. Yusei kämpft sich bis zum letzten Gegner durch. Ganz zum Schluss haben beide nur noch 300 Lebenspunkte jeweils. Schon oft wusste Yusei mit nur noch 100 oder gar 50 Lebenspunkten zu gewinnen, aber dieses Mal wäre alles möglich, was es nur noch spannender macht. Doch der Anime entscheidet, diesen Kampf auf die seltsamste Weise enden zu lassen. Der dritte Fahrer der Weltmeister erinnert sich an seine Vergangenheit und sein Stolz, Gegner direkt zu besiegen, also mit einem Angriff eines Monsters, kommt wieder hervor. Yusei hat keine Karten mehr in seinem Deck. Der dritte Fahrer hätte nur noch seine Runde beenden müssen, Yusei hätte nicht ziehen können und hätte verloren. Stattdessen greift der Fahrer an, obwohl Yusei eine Fallenkarte parat hat und die ehemaligen Weltmeister verlieren. Man hätte hier, gerade weil es ja eine Kinderserie ist, eine Lektion einbauen können. Kindern beibringen, dass man manchmal sich noch so viel Mühe geben kann und man trotzdem verliert und das okay ist, weil der Prozess auch lehrreich ist. Allerdings bleibt der Anime dabei, dass Yusei kein einziges Mal verlieren darf. Wirklich, nicht einmal! Jedes Mal, wenn er dabei wäre zu verlieren, wird der Kampf durch äußere Umstände abgebrochen. Yuseis Geschichte ist ein Powertrip, in dem er selbst kaum eine Lektion lernen muss, nur alle um ihn herum. Denn er ist der coole Protagonist, den alle Kinder bewundern sollen. Eine männliche Mary Sue. Es hilft, dass der Supporting-Cast so groß ist, um das zu verschleiern, aber wie so oft in Shonen-Serien ist die Hauptfigur hier die uninteressanteste Figur. Und wenn wir schon einmal beim Thema vertane Lektionen sind, gibt es eine weitere Entscheidung gegen Ende, die mich sehr gestört hat. Die Zwillinge Luca und Lua kämpfen zusammen mit Jack gegen einen der Bösewichte im letzten Arc. Sie alle sind angekettet und die Ketten übertragen den Schaden, den Monster bei ihren Lebenspunkten machen, auf ihr physisches Selbst. Das heißt, sind die Punkte bei 0, ist man tot. Jetzt sind Jack und Luca beide Signer, indes Lua sich immer geschworen hat, seine Schwester zu schützen, es aber nie schaffte. Nur einmal zuvor in einer Nebengeschichte im Filler-Arc sieht man Lua ein Duell gewinnen. Die ganze Zeit steht er im Schatten seiner auserwählten Schwester. Als er nun ein weiteres Mal dabei ist, Gefahr gegenüber seiner Schwester nicht abwehren zu können, da das Duell wirklich miserabel für die Zwillinge und Jack anfängt, setzt er alles auf eine Karte. In dem Sinne wohl wortwörtlich. Er lenkt einen Angriff, der seine Schwester töten würde, auf sich selbst um. Dieser tötet ihn aber auch.
Für einen Moment scheint es, als hätte Luca ihren Bruder verloren, aber Lua spielte zuvor eine Karte, die ihm eine 50-50 Chance gibt, nach einem fatalen Angriff ein paar Lebenspunkte zu bekommen. Er gewinnt den Münzwurf. Er, als Nicht-Auserwählter, der immer im Schatten seiner Schwester stand, hat den Bösewicht komplett ausgetrickst. Und dafür belohnt wird er damit, dass er selbst zum 6. Signer während seiner Reanimation durch die Karte wird. Mal wieder, man hätte eine tolle Lektion erzählen können, dass man nicht auserwählt sein braucht, um coole Dinge leisten zu können, um dem Schicksal zu trotzen. Aber noch Plot-Twist, er war doch die ganze Zeit auserwählt, was von Anfang an dadurch angedeutet wurde, dass er selbst einen Drachen besitzt, so wie die anderen Signer, aber dieser eigentlich nur eine Maschine ist, eine Imitation eines Drachen. Auf der einen Seite habe ich mich ja durchaus gefreut, dass ich Lua endlich redeemen durfte. Aber nur um selbst zum Auserwählten werden zu dürfen, ist schon eine langweilige Entscheidung des Autorenteams. Ganz und gar nicht langweilig ist aber die Story der letzten zwei Arcs. Oder eher des letzten Arcs, der vierte ist wie der erste Arc nur Build-Up, wo man nicht so richtig weiß, was genau los ist, nur nicht mit so viel Tempo wie der erste Arc. Neue Chefs, ein sehr mysteriöses Trio, haben nach der ersten Staffel Public Maintenance übernommen und selbstredend haben die, wie der vorherige Chef, irgendwas Komisches vor. Im vierten Arc sehen wir, wie sie eine Armee an Robotern durch Neo Domino City schicken. Während gerade 3 gegen 3 Duelle des Turniers laufen und die Hauptfiguren müssen sie aufhalten, gerade nachdem sie frisch erst ihr zweites Duell dieser Art hatten, was recht kurz war. An dem Punkt war ich ein bisschen, jetzt nicht unbedingt wütend, aber so in die Richtung, weil selbst wenn das erste 3 gegen 3 Duell eher unzufriedenstellend geendet ist, hatte ich Bock auf das Turnier. Dieses Duellformat hat mir eine Menge Potenzial versprochen und direkt nach dem ersten Kampf wird schon unterbrochen für irgendeine gesichtslose Roboterinvasion. Aber am Ende dieser Invasion lernen wir, was die 3 neuen Chefs vorhaben. Sie kommen aus der Zukunft und wollen Neo Domino City zerstören, weil es der Ort sein wird, an dem so viele Synchro-Summonings stattfinden werden, dass eine Alien-Roboter-Invasion von Anti-Synchro-Monstern eingeleitet wird, die die Erde zerstören. Man bekommt dabei Terminator-artige Zukunftseinblicke, wo Rebellen mit Gewehren und Raketenwerfern gegen diese Anti-Synchro-Monster kämpfen. Die Vorgeschichte dieser 3 ist wahrlich nicht uninteressant und ich finde ihre Motivation viel nachvollziehbarer als die von Rex Godwin am Anfang. Gerade der Älteste mit seiner Geschichte, wie er alleine durch die Welt zog und dachte, er wäre der letzte lebende Mensch der Erde, bis er die anderen 2 fand, hat eine Melancholie, die man so zuvor an Yu-Gi-Oh! 5Ds nicht bekam. Nur die Geschichte vom Endboss selbst, vom Zaun, ist ein bisschen weird. Ein Wissenschaftler, der dachte, er könnte die Menschheit vereinen, indem er ihnen ein Idol gibt und sich selbst zu Yusei machen lässt. Also sowohl sein Aussehen, wie er Yuseis Wissen anscheinend irgendwie in sich implementieren konnte. Bei der schieren Überzahl an Anti-Synchro-Monstern gelang dies aber nicht und Zaun schließt sich den anderen 3 Überlebenden der Katastrophe an, um eine Zeitmaschine zu entwickeln. Der Endkampf ist also Yusei gegen einen Wissenschaftler, der so aussieht wie Yusei. Es wäre ziemlich Klischee, aber Yusei gegen Future Yusei wäre schon cooler gewesen als irgendein random Dude, der sich umoperieren ließ. Vielleicht war das auch als Subversion des Tropes gedacht, aber irgendwie hat es in meinen Augen eher Luft rausgenommen. Viel besser als der Kampf gegen den durch Zeit- und Raummanipulation zu Gott gewordenen Yusei-Klon ist der Epilog. Die letzten 4 Episoden des 154 Folgen langen TV-Runs spielen, nachdem das große Böse besiegt worden ist. Neo Domino City wird endlich zur Demokratie und hat seinen ersten Bürgermeister gewählt, warum auch immer der Clown gewählt worden ist. Und Yusei und Jack liefern sich ein letztes Duell, während alle dabei sind herauszufinden, wie sie ihre Zukunft gestalten sollen. Das bisschen romantische Stimmung, was die Serie über zwischen Yusei und Aki herrschte, kommt mit "Lass uns für immer Freunde sein" zu seinem Höhepunkt. Es ist etwas schade, da ich die romantischen Interaktionen zwischen den beiden eigentlich recht süß fand. Dass dieses Mal Jack derjenige ist, der unbedingt das Duell gegen Yusei wollte, wo es ganz zu Anfang der Serie umgekehrt war, setzt dem Ganzen so eine schöne Schleife auf. Wir sind endlich da, wo die beiden Männer die ganze Zeit sein wollten. Bei einem ungestörten Duell zwischen Bros. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet ein Video zu Yu-Gi-Oh! 5Ds das sein muss, was mein erstes so richtig editiertes Video bei 30 Minuten ist, aber je länger die Serie, desto mehr gibt's theoretisch drüber zu sagen, schätze ich. Was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist die Präsentation und das liegt hauptsächlich daran, dass es da nicht so viel zu sagen gibt.
Die Serie entstand zum großen Wirtschaftscrash 2008, als die Anime-Industrie ebenfalls ein großes Minus zu spüren bekam. Dementsprechend ist die Animation und Zeichenqualität in 5D sehr auf dem Level. Okay. Tut nicht weh, Highlights gibt's nur ganz wenige. Es ist zumindest schön, wie wenig CGI überraschenderweise genutzt wird. Damals war CGI noch wesentlich teurer in der Produktion, weil es noch weniger Leute gab, die es machten, daher war das sicherlich einer der Gründe. Das sorgt aber dafür, dass die Serie generell recht konsistent aussieht. Selbst bei den Motorrädern-Duellen kommen CGI-Shots in der Regel nur bei weit rausgezoomten Kameraeinstellungen zum Einsatz, während Shots auf Augenhöhe mit den Figuren allerhand gezeichnet sind. Der Soundtrack hingegen, der ist top! Geile Metal- und Elektro-Songs sorgen für ordentlich Stimmung während den Duellen. Komponist Yutaka Minobe hat eine lange Zeit an der Musik für Sonic mitgewirkt, wie auch bei Panzer Dragoon Orta, und er hat den wunderschönen Soundtrack für das infame Rule of Rose komponiert. Wenn du mich fragst, ist es eine starke Karriere. Mehr gibt's da nicht zu erzählen. Optik, mäßig, Musik, Hammer, Inhalt. Wie aus dem Video hoffentlich hervorging, eine Achterbahnfahrt. Yu-Gi-Oh! 5Ds ist bei weitem keine schlechte Serie, sonst hätte ich mir nicht die vollen 154 Episoden angeschaut, aber durch das Writing und komische Entscheidung bei der Story wird einiges an Potenzial in meinen Augen liegen gelassen, was man an den eigentlichen Konzepten und Szenarien dahinter rausholen hätte können. Ich weiß, dass gerade in Deutschland alles nach GX verhasst ist, was ich 5Ds gegenüber wirklich unfair finde. Wenn man das Original mag, sehe ich keinen Grund, warum man 5Ds nicht mögen sollte, wenn man sich auf den neuen Cast einstellen kann.